Dann ging es auch ganz blitzschnell. Geld her! Von mir kriegst du kein sofort das Geld. Von mir das Geld in die Tüte. Da habe ich mich dann umgedreht und wollte meinen Augen auch nicht, weil das ist Sekundensache, dass ich einfach nur sauer war. Ich habe dann schon den Stock gehoben. In diesem Fall hat das vehemente Vorgehen der Frau zum Erfolg geführt, das befürworten wir. Wirklich wieder. Hallo. Hallo. Guten Tag. Alles klar, kann ich für Sie tun? Ich glaube von dem gelben Bus. Da komme ich mal um die Kurve. Kleinen Moment. So, dann gucken wir mal zusammen, wenn Sie schon mal gucken würden. Von den gelben? Genau, von den gelben. Ja, die Sachen sind auch schön frisch. Wie viel darf ich Ihnen denn binden? Ja, fünf. Fünf Stück. Schon mal ein paar rausnehmen. So, ist das recht? Ja. Gut. Noch ein paar mehr. Bitte ja. Tiefenswasser sind noch ganz frisch, das ist wichtig. Und dann bin ich. Okay, und bitte. So. So. Ja, ist das recht? Super. Gut. So, dann einen kleinen Moment. Ich gehe gerade mal an Ihnen vorbei. Dankeschön. So. So, jetzt ist noch ein bisschen anders. So, ich mache Ihnen das Wäscheinpäckchen rein. Bitte mit dem Wasser an. So.
Okay. Bitte. Geld her. Von mir kriegst du kein Geld. Gib mir sofort das Geld. Von mir kriegst du kein Geld. Ich weiß nicht, wie die Kasse aufgeht. Müsstest du jetzt eigentlich einschreiben. Geld her. Packen Sie sofort das ganze Geld in die Tüte. Es gibt kein Geld. Ich glaube es noch hier, also ich glaube es, ja, also wir tun hier arbeiten und, ne, also. Geld her! Gib mir das Geld her, sofort! Ich glaube es gibt kein Geld. Ich glaube es noch hier, also das gibt's ja nicht. Ja, es gibt kein Geld, ich glaube es noch hier, also das kann ja wohl nicht sein. Und in 3 Sekunden. Es gibt kein Geld, ich glaube es noch hier. Also das gibt's ja wohl nicht hier. Also. Ich glaub's ja noch, es gibt kein Geld hier. Das, also ich glaub's noch, das gibt's ja nicht. Geht her, geht sofort her. Okay. Es war so kurz vor Feierabend und wir waren einfach, dass wir bald fertig waren dann nachher. Ne? Die Situation hat sich dann wirklich ergeben, dass wir gedacht haben, ach, da kommt ja noch ein Kunde rein, um die Uhrzeit im Endeffekt. Ne? Und ja, dann war die erste Reaktion von meiner Mitarbeiterin, die hinter der Theke gestanden ist. Ach du Schreck. Dann habe ich mich einfach umgedreht und dann ging es auch ganz blitzschnell, dass also dann ein maskierter Mann vor uns gestanden ist. Dann nachher. Ne, hat also die hinter der Theke gestanden, bedroht mit dem Messer, dass sie die Kasse öffnen soll und ich aus der Umdrehung einfach nur, ja, ich war dann schon sauer. Er ging ja vorbei Richtung Kasse, dass also die Mitarbeiterin, die hinter der Theke gestanden ist, die hat er ja bedroht. Er hat zu ihr gesagt, gib mir Geld. Und sie dann gesagt hat, ich kenne mich mit der Kasse nicht aus, ich weiß nicht, wie sie aufgeht. Und da habe ich mich dann umgedreht und wollte meinen Augen auch nicht, weil das ist ja Kundensache, dass ich einfach nur sauer war, dass irgendeiner reinkommt und halt uns bedroht und es unser Geld haben will dann nachher. Einfach sauer war ich dann. Ich habe dann schon den Stock gehoben, weil irgendwo habe ich es auch nicht, wie soll ich sagen, mir kam das gar nicht so in dem Sinn, er hat ein Messer. Ich habe ihn halt angeguckt nachher und da ist das richtig, bin ich richtig wütend geworden. Ich meine, ich war ja auch nicht allein. Meine Mitarbeiterinnen waren alle da. Ich war ja nicht sozusagen allein. Haben Sie? Nein, ich habe nicht drüber nachgedacht, auf keinen Fall. Also Sie haben keine Zeit darüber nachzudenken dann nachher. Es wird einem nicht bewusst, wie gefährlich es sein kann. Nein, ich hatte keine Angst. Wenn ich Angst gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich so reagiert hätte. In dem Fall. Gut. Ja, also ich bin schon stolz darauf, dass man sich das nicht gefallen lassen sollte. In dem Fall. Nein, also wie eine Heldin fühle ich mich an sich nicht. Ja. So eine Situation kommen? Ja, also wenn ich nochmal in so eine Situation kommen würde und wäre direkt vor Ort, also dass ich gar nicht ausweichen könnte, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren.